Das Gege ist übrigens schon benutzt. Durch eine Ziege. Durch zwei Ziegen. Ich nehme alles zurück. Das Gehege hier, ja, also wir haben neue Attraktionen, liebe Zuschauer. Wir haben, also liebe Zuschauer und Parkbesucher, wir haben nicht nur Dinosaurier. Erleben Sie die bunte Welt von Dinosauriern und Ziegen. So eine Ziege ist etwas ganz, ganz Faszinierendes. Das hat man nicht in jedem Zoo. Nein. Aber in diesem hier, da haben wir zwei in einem Gehege. Ja. Und das ist gut so, dass wir die haben. Sehr gut sogar. Okay. Forschung abgeschlossen. Forschungsteam Charlie. Super. Dann können wir jetzt uns auf die Forschung werfen. Die, glaube ich, gar nicht mehr so umfangreich ist. Gebäude-Upgrade. Wartungseinheiten verringern die Unterhaltskosten aufgewerteter Kraftwerke. So, das erforschen wir. Und dann haben wir hier, ach, das kann ich schieben. Okay, zusätzliche Außendienst-Grabungsteams. Okay, aber dafür brauche ich wirklich noch viel mehr Geld. Sehr viel mehr Geld. Okay, okay, okay. So, ich bin übrigens überrascht hier. Also gut, die Raptoren, die wuseln wie immer hin und her. Das mögen die ja mit dem Wuseln. Aber ich bin echt überrascht, dass die sich hier alle vertragen und bisher nicht feindselig sind oder auch nicht ausbrechen oder sowas. Was ist denn ein Torosaurus? Mal ganz kurz gefragt. Den soll ich ja freilassen. Geh mal ganz kurz hier in dieses Forschungslabor. Ein Torosaurus, den kann ich noch nicht bauen, weil das Geld fehlt. Mit harte Zähne-Modifikation. Mal gucken. Harte Zähne. Angriff? Harte Zähne. Ach, wir können das wirklich bauen. Okay, ich modifiziere ihn schon mal. Denn der ist ein Pflanzenfresser. Okay, der ist Pflanzenfresser. Und der muss im Übrigen artverwandt mit dem Triceratops sein, wenn ich mir das so ansehe. Aber das führt mich doch zu dem Problem, dass das Gehege hier oben eigentlich voll ist, oder? Bestand grenzwertig. Wir können es probieren. Wir können den mal probieren zu bauen. Ich baue ihn mal. Mal gucken. Wenn das nichts wird, dann wird es nichts. Dann ist es ein Versuch gewesen. Dann wird er verkauft. So. Was macht der Star des Films? Ist gleich fertig. Auch noch ein bisschen. Er wird noch lieb gewonnen, in den Armen gehalten, ein bisschen geschmust und geknuddelt mit ihm, soweit wie das geht. Und dann wird er auch hoffentlich gleich auf die Menschheit losgelassen. So irgendwie. So, und jetzt greife ich mal zur Zelta-Flasche. In dem Fall ist es wirklich Wasserflasche. Das ist kein Zelta, weil Zelta ist ja auch ein eingetragener Markenname. Das hier ist irgendwie No-Name. Ne? Also deswegen. Ach, einfach mal Wasser. So. Und zwar still. Gut. Das haben wir. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Achtung! 7%. 6%. Bald. Das wird natürlich auch richtig schön dann zelebriert. Der hier, der Kollege, der braucht ein bisschen. Okay, also die teureren oder die neueren Dinosaurier, die brauchen länger zur Ausbrütung. Ist ja aber auch nicht weiter schlimm. Ist ja auch logisch, wenn man mal ehrlich ist. Deswegen kann ich ja schon mal die Fossilien hier mir angucken. Noch ein T-Rex-Fossil und noch ein bisschen was. Er wurde erfolgreich ausgebrütet. Der T-Rex ist fertig. Huhu. Meine lieben Freunde, der T-Rex ist fertig. Das ist ja etwas. Aber bevor ich den sozusagen lostrete. So, noch ein Expeditionsteam. Ich weiß, jetzt bin ich wieder pleite, aber egal. So, jetzt kommt der Moment, auf den ich so lange hingearbeitet habe, der mich tierisch freut, weil es ist nun mal der heimliche Star jedes Jurassic Park oder World Films
Es ist der Tyrannosaurus Rex. Er ist bereit, freigelassen zu werden. Ich blende mich aus, bin ruhig. Ich genieße die Szene einfach nur. Königsechse, der Tyrannosaurus Rex, Liebling der Romanautoren der Jahrhundertwende und der Kinder dieser Welt. Und warum? Weil er für all das steht, was wir an der Vergangenheit fürchten. Das, wovon wir glauben, es erobert zu haben, obwohl es schon nicht mehr existierte, bevor die Menschheit auch nur das Affenstadium erreicht hatte. Und so war es auch. Bis jetzt. Bis zu Ihnen. Juhu, wir haben ihn endlich. Ein T-Rex. Ach, ist ja geil. Oh, schön. Einfach schön. Ja, hallo, du Süßer. Oh, geil. So, ich muss mal ganz kurz nochmal in die Reihen, also reinzoomen. Das ist natürlich Rexy. Den muss ich umbinden. Da geht nichts an vorbei. Rexy ist Rexy. Und interessant, sozial ist im Prinzip ganz rot. Die sind Einzelgänger, ja? Der Tyrannosaurus Rex ist einer der größten Theropoden und frisst große Mengen Fleisch, keine Fische, aus jeder verfügbaren Quelle. Tyrannosaurier leben normalerweise alleine und jagen große wie kleine Beutetiere innerhalb eines großen Territoriums. Sie können mit einer großen Anzahl anderer Dinosaurier-Spezies zusammenleben, was sich allerdings durchaus negativ auf deren Gesundheit auswirkt. Okay, der T-Rex bevorzugt weite, offene Graslandschaften als Territorium. Dann gucken wir mal, ob er sich wohlfühlt in diesem. Alles gut. Alles gut. Siehste, das war alles so anstrengend mit der Geburt und mit der Freilassung. Der muss erstmal schlafen. Ja, wunderschön. Endlich haben wir auch das Tier der Tiere, wofür wir das ganze Spiel endlich spielen. Also, seien wir alle doch mal ehrlich. Wir spielen Jurassic World Evolution nur wegen zwei Dinosauriern. Das ist der T-Rex und der Velociraptor. Ne? Na gut, der Brontosaurus auch noch. Der ist der dritte. An dem bin ich dran. Ja, also herrlich. So, Theropoden sind quasi einfach nur Fleischfresser. Danke für die Info. Das wusste ich nicht. Dass das praktisch der Pharus-Druck ist. Oder so ein Gattungsbegriff oder Artbegriff oder wie man das auch immer bezeichnen will. Gut, so oder so, dein Essen läuft dir vor der Nase. Ist das geil. Ist das schön. Da rennt die Ziege. Die hat gerade Todesangst. Ja, alles gut. Ich habe ich oute mich jetzt mal. Ich habe irgendwann mal so eine Tierdokumentation gesehen vor ein paar Wochen. Und da habe ich mich ja auch weggeworfen. Da war das war in Afrika, ein Löwe, ja, männliches Tier, ja. War auf der Jagd und dann war da ein kleines Warzenschwein oder sowas vor dem. Also so ein schweinartiges Tier war das, ja. Und normalerweise wären die... Alles gut, Junge, alles gut. Das ist ganz gut, dass ich den vielleicht hier wirklich mit Doppelzaun gebaut habe. Und da war sozusagen... Wir beobachten ihn mal ein bisschen. Lass ihn mal stapfen. So. Bei Kamera. So. Nee, aber der Löwe, wie gesagt, und hatte da dieses kleine Ferkel da vor sich. Und es war wirklich ein junges Ferkel, ja, was da stand. Das war kein altes. Und das hat nicht verstanden, dass der Löwe eine Gefahr für sich selbst ist. Das stand wirklich davor so richtig bockig vor dem Tier und grunzte das den riesigen Löwen an, ja. Und der Löwe war komplett verwundert. Der stand da und dachte so, mein Abendessen, das beschwert sich hier gerade. Ja. Gut, es hat... irgendwie 2 Minuten gedauert, dann hat der Löwe erst beschlossen, dass das reicht und dann hat es das Tier getötet. Also wirklich
einmal so Genickbruch, wie das ja die Katzen machen. Die beißen ja dann sozusagen in die Kehle oder eben irgendwie ins Genick oder sowas. Eigentlich in die Kehle beißen die. Und aber das war irgendwie so süß, dass dieses kleine Ferkel, dieses Jungtier, das nicht verstanden hat, dass es flüchten soll vor dieser großen Katze. Und die Katze wirklich vollkommen überfordert damit war, dass dieses kleine Ferkel da rebelliert. Also war irgendwie putzig, ja. Und fiel mir gerade hier ein mit der Ziege. Irgendwie ist das putzig. Es hat irgendwie was. So. Ach ja, T-Rex. Bei den Dinos ist es dagegen so, dass der mit mehr Zähnen, ja, der gewinnt. Ja, das glaube ich dir, Max. Ich schlage vor, jede freie Minute zu nutzen. Sie wissen schon, starten Sie Expeditionen, lassen Sie die Wissenschaftler etwas erforschen und machen Sie mir einen Kaffee. Mit Milch und 2 Stück Zucker. Ich mag ihn nicht. Ich mag den Typen einfach nicht. Aber gut, das war jetzt die Aufforderung, spiel doch mal weiter. Aber dabei finde ich den hier gerade so süß. Süß. Den hätte ich gerne für zu Hause. Im Garten. Hält unliebsame Leute fern. Das sage ich euch. Ach ja. Gut, aber dann war ja mein Riecher hier mit dem Gehege gar nicht schlecht. Das finden die Leute gar nicht so übel. So, Fossilien. Ich glaube, da gab es eine Meldung. Ich habe mittlerweile wieder ein paar Fossilien. Kann ich ja dann mal erforschen oder extrahieren, steht da immer. So, dann neue Expedition. So, ich wollte ja noch einen... Hatte ich nicht hier irgendwo den Brachiosaurus? Da ist er doch, Brachio. Nehmen den mal mit. So, was? Nein. Ich wollte hier die Forschung haben, nicht das Umspannwerk. Denn ich habe ja mittlerweile ganz viel Geld. Und wenn man Geld hat, dann muss man Geld natürlich auch ausgeben. Wofür zum Beispiel? Für Erdungseinheiten, die das Risiko eines Stromausfalls verringern. Das finde ich immer gut. Sehr ist auch so ein Riese. Ach, den Diplo... Was? Diplodocus. Der ist auch so ein Riese. Okay. Ja, das glaube ich dir. Den gucke ich mir mal gleich an. Diplo. Ich merke mir mal den Diplo. Und dann... Eigentlich ist es ja vollkommen egal, was ich hier jetzt erforsche. Das muss wieso alles erforscht werden. Diplo. Du sagst den Diplo. Huch, ich habe ja noch einen anderen, den ich gleich freilasse. Aber erstmal gucke ich mal ganz kurz rein. Brachios. Diplocode. Da, den. Stimmt. Die sind auch in der Art ein bisschen verwandt. Ich sehe schon, der eine hat oben andere Kopfform als der andere. Aber ich bin beim Brachiosaurus schon bei 37%, deswegen wollte ich den jetzt gerade forschen, weil ich dachte, da bin ich ein bisschen weiter. Aber der hier ist auch gut, der kommt noch. Keine Sorge, ich versuche hier alles irgendwie freizuschalten, was geht. Denn der Park muss ja laufen, was mich zu diesem hier führt. Der nächste große kleine Fang. Ich muss Ihnen wohl gratulieren und danken. Das mache ich hiermit. So, jetzt müssen wir hier aber drauf achten, ob der Bestand noch okay ist. Ist er nicht mehr. Das habe ich mir gedacht. Das ist ganz doof. Dem ist das Gehege schon zu blöd. Weil er braucht noch ein zweites Tier. Eieiei. Lukas, herzlich willkommen im Stream. Ich hoffe, es gefällt dir hier. Viel Spaß bei uns. Was mache ich denn jetzt mit ihm hier? Der wird doch rebellieren. Vielleicht müsste ihm noch einen Partner zur Seite packen. Aber das ganz große Problem ist, wenn ich das mache, dann wird das nichts. Weil dann ist der Bestand zu groß. Das Gehege ist halt zu klein. Ja, das ist logisch, weil es ist ja auch das Startgehege. Denn... Ich hab das befürchtet, dass das rauskommt. Ich kann ihn ja hier reinpacken. Findet ihr die Idee gut, dass ich den zum T-Rex packe?
Die Zuschauer wird's freuen. Dino gegen Dino. Eine Butter, herzlich willkommen. Erstmal betäuben, dann kann er nicht ausbüchsen und das Wohlbefinden geht nicht runter. Das habe ich mir auch gedacht. Ich überlege bloß, ob ich ihn betäube und auch verkaufe. Also jetzt mal ganz blöd gesagt, weil betäuben ist klar. Ja. Wie lange hält denn? Ja, wenn ich ihn zum T-Rex packe, wird er gefressen. Ja, das ist jetzt überraschend, ne? Nee, aber es ist klar, ist klar. Betäuben muss man ihn sowieso, ja. Die große Frage ist, die stelle ich jetzt euch, ja, es ist keine rhetorische Frage, es ist die große Frage, wenn ich den jetzt in dem Gehege hier betäube, ja, was ich ja gerade mache, wie lange hält denn da die Betäubung? Bleibt die im Prinzip endlos oder wacht er demnächst wieder auf? Also ich will jetzt keine Minutenzahl haben, ich will nur wissen, das sieht unbequem aus. Au! Endlos. Okay, ich danke für die Info. Aber, au. Ja, gut, wie gesagt, danke, danke. Dann kann er hier erstmal so rumliegen bleiben. Ah, Essen und Wasser geht runter. Okay, okay, okay. Also kurzum muss ich mir jetzt überlegen, was ich mit ihm mache. Wie gut ist er denn ernährt? Genährt. Wasserernährung. Okay, das geht noch. Der wird sterben. Naja, also ganz ehrlich, als ich mich das letzte Mal so hingelegt habe, ja, mit den Beinchen, besonders dieses hier, das Hinterbein, ich glaube, da hatte ich mindestens eine Dehnung im Bein. 9. Gehege wäre eigentlich am sinnvollsten. Wäre am sinnvollsten, wenn ich hier hinten jetzt ein kleines Gehege baue. Nur das Transportproblem habe ich irgendwie noch nicht in den Griff gekriegt. Weil eigentlich müsste ich ihm ja... okay. Weil Essen und Wasser geht runter, danach beginnt die Gesundheit zu sinken. Ist logisch. Der verhungert jetzt sozusagen im Schlaf oder verdurstet. Das ist klar. Weil wir ihn ja auch nicht an einen Tropf anschließen. Soweit ist es logisch. So. Ach, guck mal, wir haben sogar beide. Wir haben den Diplo und den Brachio. Wir haben beide. Ist ja geil. Oder? Aber ich habe das Gefühl, ich muss hier sowieso gleich expandieren nach unten. Weil wenn ich das nicht mache... Ich guck gerade, ob ich hier irgendwo die beiden nochmal finde. Diplo, Brachio, da. Nehmen wir die. So, weil das Problem an der Sache ist, ich brauche halt ein neues Gehege. Das hier oben ist einfach, das ist zu klein. Das ist zu klein. So, lege ich jetzt einfach nur ein Gehege an oder packe ich da wieder eine Brutstätte da rein? Die Frage. So, betäuben und mit dem anderen Helikopter-Ding rüber transportieren. Zuerst das zu transportierende Tier klicken und dann... Ja, das weiß ich, das weiß ich. Ich danke dir aber nochmal für die Info. Das musste ich auf der Vorkarte schon 100-mal machen, weil ich hatte dann Gehege gebaut ohne Forschungseinrichtung, logischerweise. Und dann gab es irgendwann den großen Umzug, ja. Weil, wie gesagt, ist halt sinnvoll. Dieser Auftrag sieht interessant aus. Für mich zumindest. Was denken Sie? Ja, brüten Sie 4 neue Dinosaurier aus und lassen Sie sie schlüpfen und anschließend frei. Das bedeutet im Umkehrschluss, ich brauche wirklich ein neues Gehege. Und dann muss ich mal irgendwie mich mit der Bahn beschäftigen, weil die Leute kommen ja gar nicht an. Der Park wird ja viel zu groß. Die laufen sich ja tot. Aber bevor ich das Gehege mache, wie sieht's mit dem Strom aus? Naja, 21. So. Ich vermute mal, ihr spielt das alle. Irgendwie, oder? Weil... Ihr wisst so viel über das Spiel. Wenn ihr es... man weiß eigentlich nur dann etwas über ein Spiel, wenn man es nicht... wenn man es selbst spielt. Wenn man es nicht selbst spielt, dann wird es ja ein bisschen problematischer. Ahaha. Was kostet denn so ein Entwicklungsding? Stromverbrauch 12. Weil eigentlich ist hier ja schon 1 zu viel. Der T-Rex als T-Rex ist ein Einzelgänger. Jetzt mal so blöd gesagt. Und da der ein Einzelgänger ist, wird dieses Hammond-Entwicklungslabor wahrscheinlich nie gebraucht.
Ich hätte den auch ausbrüten können in diesem und dann betäuben und rübersetzen können. Wäre ja auch gegangen. Ja, also, dass ich jetzt sozusagen jedes Gehege mit so einem Entwicklungslabor ausstatte, ist auch ein bisschen doof. Einfach nur Bequemlichkeit. Ich mach mal Folgendes. Bevor der mir verhungert. Ich weiß, der war relativ teuer und bringt mir jetzt nur die Hälfte ein. Naja doch, aber so schnell fangen wir heute nicht. Mach ich Folgendes. Jetzt bauen wir hier ein Gehege. So, komm. Ein Gehege. So, Bau mal hier. Hier so irgendwie. Fange ich denn an? Muss ja auch halbwegs schön aussehen, ne? Also, wir wissen, so ein Gehege muss ja halbwegs schön aussehen und braucht vor allem auch einen Beobachtungsposten. Ohne Straße ist es ein bisschen doof. Quatsch, das da. So. Gut. So, und ich weiß auch noch nicht, wie groß ich das jetzt hier baue. Warum kann ich das noch nicht anschließen? Muss ich hier nicht irgendwie? Na gut, dann bauen wir erstmal hier hoch. So. Dann habe ich nämlich hier, also da habe ich ja noch ganz viel Platz zur Erweiterung. Ne? Also das wird jetzt erstmal so ein halbes kleines Gehege. Gebe ich zu. Futterstation muss aufgefüllt werden und Weg ist nicht verbunden, das ist überraschend, da kein Weg ist. Kein Thema, machen wir. So, zack, Weg ist verbunden, Strom fehlt. Strom. Hier unten fehlt natürlich ganz viel, ne? Also das ist klar, das ist jetzt sozusagen das expandierende Gehege, wo ich zwar den Dino jetzt zwischenparke, aber uns sollte allen klar sein, dass da jetzt ganz viel fehlt. Zum Beispiel Schutzraum, Möglichkeit hinzukommen, Fahrzeuge, es ist alles noch in Planung jetzt. Ja, also wie gesagt, das wird jetzt erstmal hier irgendwie gemacht. Warum geht das nicht? Da kann ich ein Tor bauen. Ja. Da will ich eigentlich kein Tor bauen. Das hat einen Grund, dass ich das nicht will. Das nimmt er nicht an, weil er nämlich sagt, das ist ihm hier zu uneben. Ja klar. Na gut, dann bauen wir hier halt gerade. So, dann kann ich hoffentlich jetzt auch hier das Tor bauen. Ja. So. Gut. Ach ja, die Futterstation. Da war ja eine Meldung. Ich wollte gerade sagen, was ist denn jetzt wieder kaputt? Aber ich sehe hin. Und jetzt langsam nähere ich mich auch wieder dem Punkt, dass ich sage, okay. Merke. Nachschubanfrage erhalten. Das Programm wird wieder ein bisschen stressiger, weil man wieder mehr zu tun kriegt. Wir haben ja auch mehr Dinos in der ganzen Sache. Und wir haben noch eine Futterstation, die gerade aufgefüllt werden will. So. Der T-Rex scheint übrigens diese hier nicht zu benutzen, oder doch? Futterst du von dieser Station? Wenn ihr das wisst, gerne mal in den Chat schreiben. Futtert der von der Station? Wenn er nicht futtert, dann kann man die eigentlich auch abreißen. Weil dann ist es Blödsinn. Ich habe ja absichtlich beide gebaut, weil ich bei dem noch keine Erfahrung habe. Das ist ja mein allererster T-Rex. Und lasst mich raten... Die Raptoren mögen die Fahrzeuge.